Hallöchen, Papierchen. Ja, PTR hat angefangen und endlich sind nicht mehr so lange Wartezeiten nötig, bis man reinkommt. Es leckt ein bisschen manchmal und ja, der Service ist nicht allgemein der beste. Also man wird manchmal auch rausgeschossen, also verliert die Verbindung oder hat einfach Framerate-Einbrüche bei Bossen und so, weil irgendwie der Server nicht mitkommt. Aber es ist ja schon ein bisschen spielbar zumindest, und durch die erhöhte Chance Gegenständen zu finden geht auch alles ein bisschen schneller und so, und die meisten Leute kommen eigentlich nur auf die PTR, um ein bisschen schnell die Legendaries zu finden und das, die Neuigkeiten ein bisschen anzusehen und so. Und deshalb ist so richtig viel Stau. Also ich habe zwischen 20 Minuten bis eine Stunde gebraucht, um reinzukommen mit meinem Baba. Und jetzt habe ich jetzt noch ganz früh am Morgen probiert. Und jetzt geht's eigentlich mit 3-4 Minuten. Und bei der Zauberin, die habe ich schon in Patch 2.1 gespielt. Also 2.1.2 gespielt. Und ja, recht hoch gebaut gemacht auf P, also auf Torment 5. 6 habe ich nicht so viel gespielt, ist noch ein bisschen zäh. Und hier könnte ich T6 ja spielen, aber will ich nicht, weil ich sonst nicht so viel Legendaries finde. Ja, ich bin jetzt hier gerade dran, die Sets einfach so zu finden, aber ich werde das Feuervogel-Set und das Zalarsa-Set nicht benutzen. Also mal zum Testen. Ich möchte hier Delceres Opus Magnus nehmen, weil ich gerne mit Zeitverlangsamen spielen will. Und auch Arcane Kugel, Energiewirbel, magischer Schuss und Schockimpuls auch gerne benutzen. Das braucht mir also mindestens 5 Sets und einen neuen Ring des Grandeurs. Und ja, dafür spiele ich jetzt ein bisschen hier mit euch, bis wir die Sachen haben, bis wir mal schön ausgetestet haben und bis wir die neuen Legendaries gefunden haben und so weiter. So, ich hoffe einfach, dass der PTR noch ein bisschen geht, dass sie es noch patchen und so, weil ja, einen guten Eindruck macht es nicht so. Ich finde, Diablo 3 bleibt meines Erachtens, wenn Blizzard nicht irgendwas ändert, ein Casual Game, also ein Zwischendurch Game, ein Gelegenheitsspiel, weil man fehlt recht schnell die Lust, weil alles ein bisschen aufgebaut ist auf Strecken und alles mögliche. Ich wollte jetzt nicht dort rein. Ich wollte irgendwo, wo ich Ausrufezeichen habe, und das in Akt 1. Aber ich kann es mal in einem G-Rift zeigen. Oder nein, am besten in einem normalen Rift. Weil dort droppen natürlich mehr Monster. Genau. Also ich hoffe, es geht. Also hier irgendwie geht es nicht so gut mit den. Also es ist nicht flüssig. Also schauen wir mal, ob wir überhaupt spielen können. Fraps frisst halt noch sehr viel. Ja, es ist sehr, also ich habe sehr lange Season 2 gespielt jetzt, und da geht alles flüssig auf größten Grafikeinstellungen, bestes Internet und so, weil es macht so einen Unterschied, wenn der Server das nicht so tragen kann, die Leistung. Ja, ich merke gerade, ich kann nicht mal richtig die Tasten drücken. Das ist alles so richtig verzögert. Also spielbar ist das nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es seht oder nicht. Aber es leckt immer so ganz, ganz klein und alles ist verzögert. Ja, und hier schon ist das erste Legendary. 2000% ist Wahnsinn, und eine Talarasas-Rüstung, sehr schön. Also es geht nach einiger Zeit besser. Oh, Hydra. Ja, ich habe ja die
Den Aschenmantel nicht, genau. Ah, schon lange nicht mehr Cyberring gespielt. So zum Antesten jetzt vor dem Video. Und ja, es ist gewöhnungsbedürftig nach dem Mönch und dem Demon Hunter. Es ist ganz anderes Gameplay und ich merke gerade, ich bin extrem squishy. Also nicht zäh. Gläsken. Und durch neue Items und so bin ich auch irgendwie ein bisschen schwächer geworden. Keine Ahnung wieso. Ja, das finde ich immer wieder. Dieses Legendary. Immer wieder. Keine Ahnung, was es mit dem ist. Vor allem, wann habe ich mal unter 23% Leben? Vielleicht für Millisekunden oder so. Und dann ist es wirklich nur Schrott. Und hier haben wir... das ist von meinem Set, okay. Bewahren wir auf. Ich mache das am besten so. Die Armschützer habe ich für die Schreine, damit ich ein bisschen mehr Legendaries finde. Die machen nämlich, dass eine Elite rauskommt bei dem Schrein und sie aktiviert. So. Hier weitere Rüstung haben wir nötig. Und ich bin ein bisschen, ja, heißer, krank ein bisschen. Oh, ich habe den nicht aktiviert. Vor lauter Video. Gib mir mal ein bisschen arkane Kraft. So. Ja. So, ein bisschen mehr Schaden jetzt. Ja, das seht ihr also. Wahnsinn viel kommt raus. Noch einer. Zauberhut. So macht es irgendwie auch mehr Spaß. Also zwar kommt alles ein bisschen zu schnell oder so, aber endlich nicht mehr so lange Pausen zwischen den Legendaries oder so. Und die Rifts lohnen sich auch jetzt endlich mal. Sehr. Boah, jetzt leckt es wieder. Ja, jetzt kommen wieder so Effektmonster. Ja, es ist ein bisschen blöd, dass alles so ein bisschen überlastet ist und... Aber... Ja, wie ihr wisst, lässt sich das nicht in Ruhe... wie sagt man? Aus der Ruhe. Ich spiele eigentlich alles, was nicht gerade unter einem... sehr, sehr niedrigen Stern steht. Was extrem schlecht ist. Also ich habe jetzt auf Steam recht viele Sachen gekauft und auch für Entwickler, die halt noch nicht so gut sind und so. Einfach so ein bisschen als Unterstützung. Und habe auch ein paar Streamer und so unterstützt in den letzten Tagen. Auch weil ich momentan auch ein bisschen mehr Geld habe, weil ich war immer sehr, sehr arm und konnte recht wenig kaufen. Und jetzt will ich einfach ein bisschen mehr das machen. Ein bisschen aufholen. Was so in der Schweiz so für allgemeine Konsequenzen hat, wenn man arm ist, das ist riesig. Also man wird eigentlich von der Behörden und so einfach nur noch geflamed und ja, unter Druck gesetzt. Die ganze Zeit kamen Briefe, sie haben die Rechnungen nicht komplett gezahlt oder so und ja, das wird strafbar und alles mögliche. Ich habe sie immer komplett gezahlt, also mein Vater. Aber ja, die wollen natürlich mehr, die wollen auch Geld verdienen und dann setzen sie einen unter Druck, den es nicht irgendwie mit richterisch irgendwie unter Druck setzen kann, diese Behörden. Weil ja, mit einem Anwalt oder so haben die Reichen leider leichtes Spiel, aber die Armen, die
die sind irgendwie am Arsch dann, wenn sie richtig unter Druck, also ja, unter Geldproblemen leiden. So, ah, die nerven am meisten hier irgendwie. Diese blöden Exorzisten, wie sie heißen. Das ist eines auch von einem neueren Set. Ein Mojo, für was brauche ich ein Mojo? Den werde ich mal schauen, den habe ich glaube ich noch nie gesehen. Ah, das ist der. Okay, doch, habe ich schon gesehen, aber hat er einen neuen Skin oder habe ich den einfach nicht in meinem Kopf? Ja, ich habe jetzt extra ein bisschen mehr MF reingetan, weil das lohnt sich extrem. Also das, durch die 2000% wird das noch irgendwie multipliziert oder so. Es ist sonst nie irgendwie MF. Und ja, diesmal lohnt sich so sehr der PTR. Okay, ich finde, das ist ein bisschen schlecht. Ich gehe weiter. Diese Ebene ist schlecht für mich. In den Blitzmonster da. Blitzgeister. Das ist schon besser, so Crap-Zeugs. Weil es ist wirklich nur experimental. Ich habe mich nicht high-end mit Leben und mit Magic Resistance und so aufgesteckt. Nur meine Lieblingsseiten habe ich reingetan. Und das Kane-Set wegen MF. Was ich übrigens jetzt gar nicht habe, weil ich keinen Grandeur habe, weil der beim Barbar ist. Ist auch ein bisschen blöd, aber man findet ja eben genug, also mehr als genug. So. Danke, jetzt kann ich die Legendaries einsammeln. So. Und weiterlegen. Weiter trampeln mit Lex. Also wenn das jetzt ein bisschen besser wird, dann werde ich auch mehr Videos von Peter machen, weil ja, es macht einfach richtig viel Spaß und wahrscheinlich euch auch, weil Peters kam bei mir immer gut eigentlich an. Und ja. Ich werde natürlich auf euch schauen, was euch gefällt, mache ich mehr. Und deshalb, ja, kommen da recht viele Videos wahrscheinlich. Solange es die PDR bleibt. Weil Season 2, das war sowas von zäh und langweilig. Das kann ich nicht verstehen. Zwar habe ich auf Level 1 gleich Ring of Grandeur gefunden. Für meinen Demon Hunter. Aber ja, dann kam lange Zeit gar nichts, kein Marodeur, nichts. Bis dann zweimal oder auf einmal kam und dann nichts mehr. Also keine Marodeure mehr, nix. Und ich war schon recht schnell T3 ready, aber mehr kam ich nicht mehr. Also könntest du vorstellen, die ersten 90% gehen blitzschnell und dann 10% sowas von Gestrecke. Also sowas kann ich einfach nicht verstehen. So, Feuervogel-Set mal reintun. Naja, ist gar nicht mal so gut. Energiewirbel brauche ich nicht, aber ich werde es trotzdem. Bewegungsgeschwindigkeit. Haben wir da drauf? Nein. Ja, komm, lassen wir es. Feuervogelset ist sowieso Bullshit geworden. Weil die Explosionen irgendwie nicht so richtig procken. Kein Dot mehr, nichts mehr. Und schon wieder so einen. Okay, mal die Tränke aufmachen. Oder einen Trank. Alles ist der, okay. Dann kann ich den hier rein tun. Jetzt haben wir natürlich einen Platz weniger im Inventar. Hab dafür Ding. Ah ja, wie ihr gesehen habt, die Tränke, die normalen Tränke sind jetzt auch unendlich. Also noch mehr casual. Nichts mehr mit Tränke sammeln und so. Also, ja. Diablo 3 wird immer wie mehr zu Kleinkinder, Spielparadies oder so. Also wirklich. Ich finde es irgendwie ein bisschen schade, also sobald wir
eigentlich irgendwie daraus kommt ein neuer Patch für Path of Exile, gehe ich wieder rüber, weil da kann man mindestens etwas erreichen. Also ist auch stolz drauf oder so. Aber natürlich Diablo 3 immer in meinen Händen, genau, kann ich immer wieder spielen und so. Aber eben die Luft ist einfach nach 3 Jahren immer das gleiche, einfach draußen, und für Videos macht es zwar noch Spaß und auch zwischendurch einfach, aber mehr auch nicht. Also so richtig Session wieder fieben wie bei Diablo 2 mache ich nicht. Und ist auch bei Path of Exile auch nicht mehr so gut. Also irgendwie, ja, man hat nichts mehr davon. Die richtige fette Suchtbasis, die ist nicht mehr da. So, heutzutage spielt eigentlich nur noch ein Spiel, um ersten Platz zu werden bei Diablo 3. Und so richtig fett da vorne zu kommen. Also ich sehe immer wieder Spieler, die spielen so viel und so Hardcore-mäßig, dass sie nach einiger Zeit schon Paragon 200 sind und ja, schon 1000 Paragons sind und so, und ich, obwohl ich eigentlich relativ viel noch spiele, erst 160 bin, das kann ich irgendwie durchaus nicht verstehen. Klar, ich spiele alleine und die spielen wahrscheinlich zu viert und so sehr hohe Rifts, also G-Rifts, aber nicht so, also eben so extrem auf EXP, so nicht so wie ich. Also, noch etwas Neues wahrscheinlich. Auch schon. Nein, ist auch alt, also habe ich ja schon gefunden. PTR. Schade, schade. Das ist noch etwas komisches. Ah, das ist wahrscheinlich ein. Das ist das Prunkring oder so. Ja. So. Es ging halt schnell mit der Verbindung. Zurück wieder. So. Ich könnte ein bisschen teleportieren. Und weg ist es. Also der Schrein wurde auch irgendwie sehr schlecht gemacht, sehr unbalanciert irgendwie. Also zu viel, zu hohen Schaden. Ich hätte nicht so viel Schaden nötig oder so. Und zu wenig Dauer. Also ein bisschen mehr Dauer und dafür weniger Schaden wäre optimal. Also ein bisschen wenig ist ein bisschen untertrieben. Viel ändern. Arkanwächter natürlich wieder. Sodele. Ich hoffe, die Stimme leckt nicht oder so. Weil bei Minecraft, als ich ein paar Mods ausgetestet wurde und so, hat es richtig computerisches geleckt und so, weil mit dem Ruins-Mod, ja, da leckt jeder PC irgendwann, wenn die neuen Ruinen gespawnt werden, die großen und so. Das war ein bisschen schade, ich hätte es gerne ein bisschen Let's Play. So sind wir voll. Ja, übervoll. Dann mal kurz zurück. Zuerst hierhin. Also diesen Zaubertisch, den hatte ich fast noch nie nötig. Also jetzt ein BTA ist plötzlich. Was ist hier ein Spiegel? Ah, das ist die Garderobe. Okay. Es gibt neuestens hier, wo kommen wir hin? Da glaube ich ja. Kosmetische Sachen, wo man gegen echt Geld wahrscheinlich kaufen müsste. Wenn das wirklich von China zu uns kommt. Microtranslation. Ich habe noch nie in einem Spiel Microtranslation
Ding, außer bei Path of Exile, um Lagerplätze zu kaufen. Sonst wirklich, ich bin sowas von kein Fan von Microtranslation und ich unterstütze kein Game, was das hat. Also vielleicht, wo ich Dinge Champions of Rectum gespielt habe oder so etwas, das ist klar, weil es auch free to play ist. Die habe ich immer gerne getragen, als sie noch besser waren, weil Dolchfälle einfach tausende von Schaden machen. Also mehr Schaden macht als irgendwie jeden Zauber. Ja, das kann ich jetzt auch verkaufen. Mainbow war auch mal optimal, best im Slot. Auch nichts mehr, also alles wird zu Tode genervt, das finde ich vor allem schade. Trotzdem ist es gut, dass sie Veränderungen machen. Aber doch nicht so. Oder? Das ist mal ein besser. Das ist aber auch kein Ancient. Sie haben Ancient angekündigt, jeder hat sich gefreut, aber sie droppen nie. Naja, schlechtes Set. Sehr schlechtes Set. Alle 6 Sekunden mit Atomation ein Zombie und. Ah, das ist für den Explosionenbild. Naja, brauche ich auf der PTR nicht. Ja, alles schlecht eigentlich. Ich werde jetzt einfach den größten Mist verkaufen, auch wenn ich es gebrauchen könnte, weil PTR, da wird man sowieso tausende Sachen finden. Und so etwas, ja, kann Fähigkeiten weg. Weg. Oh, nichts ist übrig. So richtig. Hier habe ich sogar etwas nicht identifiziert, weil, ja, Dietrich, das. Wer spielt schon etwas anderes als Templer? Also nimmt Templer mit. Niemand nimmt etwas anderes als Templer mit. Das ist sehr schade. Und ein Stein, gut. Habe ich schon viele, viele, aber. Brauche ich wirklich nicht. Ja. Ist wenigstens gut, dass die wieder droppen. Weil, ja, bei mir ist manchmal etwas gar nichts gedroppt. Konnte ich lange nicht gerieft machen. Also machen wir jetzt noch ein bisschen am Rift und im nächsten Part werden wir dann eine Kreuz, wie sagen wir? Kopfgeld-Quest zunächst mal. Genau. Also machen wir nochmals kurz ein. Ich mache immer nur jetzt, also die Rifts nicht komplett, nur zum Boss und dann noch die Ebene kurz fertig, aber nicht weitere Ebenen runter oder so, weil habt ihr ja gesehen, die Rift-Bosse, die geben so viele Sachen, tue ich die ganze Zeit einfach Rift-Bosse machen und sammle dann die Steine dann wieder im Kopfgeld, weil Kopfgeld lohnt sich auch irgendwie ein bisschen mehr. Es lohnt sich ein bisschen mehr. Also PTR ist eigentlich das beste Diablo 3. Aber ja. Ja, genau, normaler Gegner, einfach ein Zweihänderschwert. Ein Legendary und dann noch ein Ancient wahrscheinlich. Optimal. Ja, mal ein bisschen etwas Positives. Also, Blizzard bemüht sich jetzt nach 3 Jahren immer noch richtig gut, Diablo 3 zu verbessern. Eben, auch wenn es nicht immer alles gut ist, aber ja, das finde ich so toll, weil bei Diablo 2, da kam ja außer Patch 1.10 nicht mehr viel nach einer Lord of Destruction. Wahrscheinlich einfach eben bei Marketing und so, weil sie wollen die Fans nicht verlieren, sie wollen. Ja, immer wie mehr Geld verdienen und deshalb macht sie auch immer mehr für ihre Spiele. Das müssen ja auch YouTuber machen, einfach irgendwie besser werden. Sonst wird es dann langweilig. Auch wenn ich nicht gerne
Video mache und extrem so auf, ja, ich bin der beste Let's Player und so mache. Ja, hätte ich schon gerne ein bisschen mehr Community oder so. Aber eben die meisten schauen halt nur die Videos und machen sonst nichts. Aber würde mich wirklich freuen, wenn ihr einfach ein bisschen diskutieren könntet oder so. Gibt viel zu plappern. Jo. Ja, momentan gegenseitiges Unterstützen ist im Vordergrund, also eigentlich unterstütze ich nur andere, die anderen unterstützen mich nicht, weil jetzt ja das Projekt angefangen hat, weil ich so ja fasziniert vom Lebenprojekt war, von Zombie, weil er so richtig gut eigentlich Rollenspiel manchmal gemacht hat, jetzt halt nicht mehr so, aber ja, eigentlich ist die Luft auch schon draußen ein bisschen bei Leben, aber trotzdem macht es noch viel Spaß. Und ja, also dachte ich einfach, ja, weil ich jetzt gerade schon auf einem Leben selber bin, weil ich es eben so spannend finde, mache ich mal ein Let's Play darüber. Und es kommt sehr gut an. Also jetzt ist es noch viel zu früh, um zu zeigen, wie die Videos gut ankommen, aber in den ersten Tagen schon über 100 Aufrufe kommen, dann ist es eigentlich recht beliebt. Und das freut mich. Ich hoffe, Diablo 3 hier wird auch dann ein bisschen beliebter, aber PTA war eigentlich immer schon sehr beliebt bei mir und auch bei anderen. Also es freut mich auch, dass es bei auch anderen beliebt ist. Das zeigt, dass auch Diablo, auch ja, die Leute auch die härtesten Fans sind Diablo und zu Diablo 3 stehen, auch wenn es nicht so gut ist. Wo sind die Goblins? Ich dachte, ich habe einen Goblin gehört vorher, aber es war ein Gegner. Es war nur so ein kleiner Schrei, also so ein leiser Schrei. Ach, ist das übrigens zu leise? Ich habe es nämlich ein bisschen leiser gestellt, weil es mir einfach ein bisschen stört nach einiger Zeit. Also im nächsten Video werde ich wieder ein bisschen lauter stellen. Und irgendwie habe ich jetzt momentan immer so Mana-Probleme, so Arcane-Kraft-Probleme. Wahrscheinlich wegen dem Frost Nova. Ja, genau. Was macht denn die für Schaden? Wahrscheinlich die Geschwindigkeit. Also, ja, was noch nicht so balanciert ist, sind die Gegner einfach mit ihren Arcane-Wächter oder so. Die spawnen sie nur raus oder die Eisteile. Eisteppiche. Wahnsinn, also. Also irgendwie war das schon viel besser balanciert. Auch wenn es dann damals auch schon ein bisschen zu stark war. Okay. Ja, diese Hosen da, die Tarnhosen, wie sie heißen, weiß ich nicht genau. Ich bin nicht mehr so drin, also. Let's Play Zeiten, da war ich schon mehr am Spielen als jetzt. Aber es kommt wieder so. Diablo 3 schneide ich nie ab, auch wenn es 20 Jahre ist. Also ich spiele auch immer noch Diablo 2. Weil es einfach das Genre Action-Rollenspiele, Hack and Slay, das stirbt eigentlich nie aus. Auch wenn es die möchte gerne Modefans, so wollen ja immer das Beste und so. Die richtigen Fans, die hören einfach nie auf. Die richtigen Action-Rollenspiele, die sind tausendmal besser als bei anderen Genres. Nicht so wie bei Ego-Shooter, wo jedes Jahr 3, 4, 5 neue Spiele gespielt werden muss und das in Rekordzeiten, so, das sind eher so Modefans. Für mich eigentlich, weil sie nie zu etwas halten, die Entwickler auch nie unterstützen oder so und eher so Kiddie-Videos machen, wenn überhaupt Videos. Ja, ich bin halt, also
Ich finde es irgendwie so ein bisschen, ja, komisch, dass immer viele auf YouTube sagen, ja, die Let's Play und so sind zu kindisch und schlecht und so, aber die erwachsenen Let's Player oder die erwachsenen machenden Let's, also die einfach erwachsener sind und die werden nie irgendwie gepusht oder so, finde ich ein bisschen schade. Also ich bin ja so der erwachsene Let's Player, ist klar. Und ich hatte es schon so schwer. Also gab mal eine Zeit, da hatte ich überhaupt keinen Zuwachs von Abonnenten, weil einfach niemand sich für mich interessiert hat. Das ist ja, es ist halt YouTube. Also ey, man kann nicht jetzt reinkommen und sagen, ja, ich mache gute Videos und komme danach hoch. Also YouTube ist Glück. YouTube wird immer Glück sein und ja, aber eben. Ich habe nie eigentlich so immer gedacht, ja, YouTube ist scheiße, ich höre auf oder so. Ich habe einfach eine Pause gemacht, weiß. Ja, entweder gesundheitlich oder arbeitstechnisch nicht mehr geht, keine Zeit mehr habe. Oder einfach, weil halt auch Spieleflaute war und so etwas. Und ich will auch nicht mit YouTube aufhören, auch wenn ich mit 80 noch nicht 1000 Abonnenten habe oder so etwas. Ich akzeptiere es und ja, das ist doch die Hauptsache. Vor allem, weil ich natürlich auch etwas werde machen, wenn es viele Abonnenten hätte. Weil, ja, ich erstens nicht so geldgierig bin und so, also ich verdiene überhaupt nichts auf YouTube. Ich will auch nichts verdienen, solange man Werbung machen muss und alles Mögliche. Und ja, mache natürlich sehr, sehr gerne. Also ich tue sehr gerne Fragen beantworten auf Kommentare, allgemein Ding und der Fanbase ist einfach zuschauen, auch bei anderen Let's Play, also bei Zombie habe ich es auch gern, bei Wolfrus und so weiter. Und ja, German Let's Play bin ich auch manchmal dabei. Finde es überaus, ja, gut, dass ja YouTube auch ein bisschen im Wandel ist. Wenn jetzt Neues reinkommt. Aber auf alles bin ich jetzt nicht so der Fan. Wie zum Beispiel die ganze Zeit Livestreams. Ja, Livestream-Ankündigung. Keine einzigen Videos auf dem Kanal, aber tausende Livestream-Ankündigungen und so weiter. Zum Beispiel Wolfrus lädt es wenigstens noch hoch. Also bitte. Da muss jetzt wirklich nicht der Wandel kommen zu einem, ja, Livestreamer, wenn man auf YouTube dann noch Ankündigungen macht. Vor allem, man kann das ja auch irgendwie anders ein bisschen ankündigen. Twitch hat viele Möglichkeiten, Hitbox hat viele Möglichkeiten. Und ja, okay. Dann wär's das mit dem ersten Video. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja. Wir sehen uns dann im zweiten Part wieder. Wir werden kurz noch die Gegenstände identifizieren, anschauen. Das Scrappen werde ich dann auf Video machen. Ja, ist eben nichts Gutes dabei, wie immer. Was soll ich das? Ich benutze kein Fuchbild. Wahrscheinlich fast niemand. Soll ich jetzt wirklich? Brauche ich wirklich nicht? Gibt es überhaupt irgendwie einen Einzint? Nö, natürlich nicht. Schrott, Schrott. Also manche Items haben jetzt auch neue orange Sachen. Aber die sind mir fast noch nicht gedroppt. Wie zum Beispiel der 2000. Flammengänger. Ja, von mir aus. Ist das besser? Froststrahl, ja klar. Nein, nein. Also, ja eben, war nichts. Wie immer. Aber ich habe gemerkt, mit dem Barbar, da habe ich schon alle Sets komplett und habe nur eigentlich drei Rifts oder so gemacht. Die Sets droppen wenigstens jetzt.
Und ich hoffe, das tut sich damit mit dem 2000% MF, also nur Legendary MF, wenn das wieder weg ist, auch so Ding. Also das halt die Sets einfach droppen und nicht einfach irgendwo im Daten-Nirvana umherhocken und nicht droppen. Also das wäre schon nice, auch wenn eben Sets nicht sollten best in Slots sein. Weil ein Action-Rollenspiel ist ja, um etwas Neues zu entdecken oder so, wo man jetzt jede Spiele auf ein Set von jedem Charakter fokussiert ist, dann ist das Suchtpotenzial nicht da, oder? Und das hätte ich gerne bei Diablo 3. Weil Diablo 3 hat so einen guten Lore, so guten allgemeinen, ja, vor allem die Kraft, also die Coolness, vor allem von der Geschichte, von Charakteren, alles mögliche, ist wahnsinnig gut. Ich war total fasziniert, als ich das erste Mal von Diablo 2 gehört habe, weil Diablo 3, 1 hatte ich zwar auf PlayStation 1, aber es war einfach nicht da, weil PlayStation 1 Version war so schlecht irgendwie. Und zwar besser als die PC-Version, aber auch so, ja, man dachte, Diablo 1 wäre so 0815 oder so, Gelegenheitsspiel oder so, weil man ist recht schnell durchgegangen und das Spiel durchgerascht, ohne dass man es wollte. Und ja, dann bei Diablo 2, das war sowas von cool, also Diablo 2 haben sie so cool, ja, angeteased und alles mit dem Skelett, also mit dem Wanderer und so. Es war faszinierend, habe ich sofort Day One gekauft und so gesuchtet. Als Lord of Destruction rauskam, war es für mich total ein anderes Spiel. Und auch dann noch besser, weil Lord of Destruction war eins der besten Add-ons aller Zeiten. Auch wenn es nur ein Akt war und zwei Charakterklassen, immerhin zwei Charakterklassen, wie nicht Diablo 3, aber eben. Es ist alles ein bisschen es ist alles eigentlich schon sehr schwieriger zu entwickeln und ja, darum kann ich es verstehen, wenn jetzt nur eins bei Addon kommt, hoffentlich kommt wenigstens noch eine Addon oder zwei oder drei. Und ja, also eben Diablo 3 für mich eigentlich sehr gut, bis eben auf dieses Casual Zeugs und so weiter. Und jetzt in diesem Video habe ich eher auf die negativen Ding und hatte ein bisschen wenig Zeit jetzt plötzlich für die positiven. Da werde ich auf das nächste Video die positiven Sachen an, ja, sagen, erklären, was ich so denke. Und ja, diskutiert unten in den Kommentaren, was ihr so findet, wie Diablo 3 für euch so entwickelt. Und ja, also tschüss, bis zum nächsten Part.